Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Michonne. Wie versprochen, mit dem Kühlschrank und den romantischen Kerzen. Letzte Folge haben wir beendet draußen mit Sam, die ihren Vater vergraben wollte. Wir sollen jetzt die Tasche suchen und die Waffen vor allem, also die Waffen in der Tasche, und sie nach draußen bringen, denn wir müssen uns vor Norma schützen. Geht natürlich mit Waffen ganz gut. Schauen wir mal hier rum, können wir irgendwas machen? Messer. Ist ein Telltale-Logo drauf? Das hier, da wo meine Raute ist. Also jetzt links von meiner Raute, sieht aus wie ein Telltale-Logo. Naja. Nach rechts können wir nicht. Das heißt, wir sprechen mal James an. Hey. Oh oh. Wanted to know what it felt like. I wasn't gonna shoot it. Just careful. You don't want to shoot yourself. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, der hat Respekt genug vor der Waffe. Oder vor den Waffen. Was haben wir denn hier drin? Eine Pistole. Empty. Leer. Can I help? I want to do something. Sure, go ahead. Those slide in there. Round side forward. Dürfen nicht noch jemanden, noch vor allem nicht ein kleines Kind sauber machen. Das ist nicht gut. Just die like that. Greg and Dad. I thought we were safe here. What am I supposed to do? Everyone gets scared sometimes. I'm not afraid. Oh. The guy who did it killed my dad. He's gotta. I mean, the things he said, the way he was laughing about dad. He can't get away with it. Randall is dead, James. I killed him. Ich glaube, es ist gut, dass wir in die Wahrheit sagen. There's more people coming to the house. Ich glaube, das hört ihn auch. If she, they can't hurt her too. You have to stop them. Sam needs you right now. Go, help her. Familie muss zusammenhalten. Here. Du hast überhaupt geholfen? You know, to have one. Ich vertraue Sam der Waffe. Take this to your sister. Norma's on her way. Things could go wrong in a hurry. Ich hoffe, er gibt sie auch, Sam. Ich hoffe, da sind noch mehr Waffen in der Tasche. Alter. Okay. Norma kommt. Norma und ihre Truppe kommt. Sorge dafür, dass Pete und Paige bewaffnet sind. Alles klar. Pete habe ich hier hinten gesehen im Augenwinkel. Geben wir ihn erstmal eine Waffe. Thanks. Oh, der fühlt sich so schlecht, weil er Leute töten. Reden wir mal mit ihm. Can't believe how fucking stupid I was. I get so focused on finding people. I wasn't putting the crew first. I didn't insist on looking. If I didn't turn us around and lead us here. Müssen die Leute hier aufmuntern. You cared about finding your friends. There's nothing wrong with that. You think after all this time, after everything we've had to do to survive, people would want to help each other. But no. They're just guarding what's theirs and taking out whoever gets in their way. I don't know why I even bother trying to help anymore. Doesn't seem worth it. Maybe I was just fooling myself. I wanted to think there were people worth helping. And now we all have to pay the price for it. Careful, Pete. You're starting to sound like me. Das kommt echt hin. We have to get my crew back. Das werden wir. Hopefully my boat is still in one piece.
Oh, das weiß ich nicht. What the hell are we gonna do? What happens after we hand him over? If she takes that bag off, we're gonna have to fight. Ich glaube nicht, dass sie mit sich mit sich reden lässt. Dass sie mit ihr, also sie, mit sie meine ich mich schon, verhandeln würde. Fürhard. Not gonna be able to look at that the same way again. Ja. Wer wissen will, wieso sie das sagt, der sollte mal in die vorherigen Folgen reinschauen. Alter. Diese Albträume werden immer öfter. Oh, wir müssen schnell Paige bewaffnen. Ich glaube, die ist nach oben gegangen, oder? Gehen wir mal nach oben. Es wird immer knapper und knapper hier. Schleicht aber auch die Treppe. Musik? Wow. Sie rennt und rennt und es geht immer weiter zurück. Das ist die schlimmsten Träume. Machen. Oh, das ist der andere Klein. Can I come in? I like that. It's pretty. My dad gave it to me, so I wouldn't have to hear the things out there. As long as I stay in my fortress, I'm safe. It keeps all the bad stuff out. I put pillows and blankets against the wall. Looks pretty sturdy. I bet it's kept you nice and safe for a long time. That's good. It has to. Because of them. I know what those monsters out there are. Wendigo. Grandma told me about them. Was sind die? It's what happens when someone eats another person. Oh? I hadn't heard that one before. Do they scare you too? They make lots of noise. Even at night. Getting scared is normal. Really? Happens to everyone sometimes. But my dad's not scared of them. I've been waiting for him. Where is he? Why didn't he come get me yet? Where's my dad? I'm so sorry, Alex. Oh no. Something terrible happened. Ich will nicht sagen, dass er tot ist. A man came and hurt your dad. What? He shot him. No. Oh Leute. I don't believe you. Mann. I want to see him. Please. Oh no. Ich dachte, wir können das dann so rausreden. Nein, haben wir nicht direkt tot gesagt. Become one of them. It's what happens, right? No, your dad didn't become one of them. He's still your dad. It's not fair. Alex, you need to be strong, okay? I can't. So stark wie seine Festung. Two and three checked in. Coming up on the road now. Hey, keep to a minimum. Our friends are listening. Okay, who's Paige yet? James Fairbanks? Alex Fairbanks? Huh. That is coming. Whoa! Okay, das hat mich bekommen. Da muss ich ehrlich zugehen, damit habe ich nicht gerechnet. Alter.
Wäre die Musik ein bisschen lauter gewesen, ich glaube, es hätte mich voller Kanne erwischt. Da ist Paige. Erstmal die Munition geben. Oh, hey, I didn't hear you come in. Here. Fehlt mir mal mit ihr. Able to talk some sense into her? Or do you still think digging a hole is a good use of Sam's time? Yeah. I've never seen her like this. Give her some space, okay? She's grieving. I know. And I wish I could give her that, but Norma's not gonna wait for her to get over her dad's death. This shitstorm's coming whether we're ready for it or not. I don't know why Sam thinks she can protect her brothers here. I'll be out of your hair soon enough. Never belonged here anyway. Same as you. That's one thing we got in common. Squatters in other people's lives. What do you mean, same as me? I know what it's like running from... Sprich weiter auf. Whatever. I spent most of my life doing that. Norma's gonna be here soon. If they're not ready... I won't stick around just to watch this fall apart. She's so stubborn, though. I just hope it doesn't get her killed this time. You can't leave James and Alex. They've lost enough today. Yeah. I know. I know. I'm not trying to hurt them. The Fairbanks kept me safe, but I don't know if I can do the same for them. Ich sollte das aber versuchen, meiner Meinung nach. Hier war es mit dem Zimmer. Ich denke mal, wir müssen jetzt nach unten. Oder ist hier noch was? Ist noch ein Zimmer. Mal rumbacken hier. Wow, Steuerung, hallo. Okay, ich habe Kinderstimmen gehört. Hier ist ein Kommode, Schublade öffnet. Was ist hier drin? Ein Brief. John, take care of our children and take care of yourself. Weiterlesen. I'm sorry. I know that doesn't help or explain anything, but it's true. I can't stand watching you and the kids suffer, knowing what's going to happen to me and what I'll become. Better to spare you that pain. Jetzt wissen wir, was mit der Mutter passiert ist. I love you more than anything. Sophie. Deswegen hat sich die Mutter selber umgebracht, wird gebissen, deswegen hat sie sich umgebracht, damit sie nicht ihren Mann bzw. die Kinder erschreckt. Wahre Mutter. Oh, Michonne. I'm looking for Alex. Have you seen him? I want him to be there when I say a few words for Dad. He wasn't at Mom's funeral. He should be there for this. He's hiding in his closet. Thanks. I'll go get him. I'll meet you outside. Treffen uns draußen. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt, weil ich denke, dass er es verdient hat. Er hat es ja schon mitbekommen, dass der Vater tot ist. Also. Und er ist ja kein Zombie. Der hat es verdient, seinen Vater nochmal zu sehen. Finde ich. Die letzte Ehre zu erweisen. Da sind die Fairbanks.
Sam? You okay? Greg and Dad? I don't really know what to say. Where am I supposed to start? Maybe you don't need to say anything. It's okay to just be here together. I'll give you a moment. Manchmal reicht doch nur ein Schweigen. Ein Schweigen ist vermutlich besser als Worte. Und das, was die erlebt haben, den letzten Stunden, das ist ja in den Stunden passiert, ist krass. Ich will das von den Kindern nicht raussagen. Ich habe Angst auf Peter, Pete's Reaction. You know, I envy them a little. They've managed to hold on to something we all lost a long time ago. Something like normal. I don't know how to describe it. Feels like before. Just a little bit. Whatever normal is, it doesn't exist anymore. No matter how much you want it to. Zwar sehr pessimistisch ausgedrückt, aber ich glaube, anders kann man das nicht mehr sagen. Jawohl. For the kids. So muss das. Gute Entscheidung. Don't get cocky. It had nothing to do with what you said. Uh-huh. She's here. She is here. I thought we had more time. It's okay. It's gonna be okay. Sam. Oh, just no. Go upstairs with your brother, okay? I need you to hide until I come get you. What's gonna happen? He gonna hurt us? You'll stop them, right? Whatever happens, I'll protect you. Geht nach oben. Everything will be fine. Stay together, no matter what. We will. Okay. We will. Okay. Die beiden darf sie auch nicht noch verlieren. I can get a clear shot of the front gate from upstairs. I'll cover you. If I can. Thank you. Don't thank me yet. Don't thank me yet. Paige. Okay, if anything goes wrong, I need you to take care of James and Alex. Don't talk like that. Paige, please. Sam, you know I'll... Oh, yeah. Grab Randall and meet us outside. Jetzt beginnt's. Und bevor es hier weitergeht, ich werde hier einen Cut machen. Moment, kann ich das Spiel hier pausieren? Nee, Ladescreen leider nicht. Ja, so. Wie es weitergeht, ja? Was wir mit Norma da machen werden und ob wir es schaffen, das erwartet ihr in der nächsten Folge. Das ist ein ziemlich assi Cut, aber Spannung muss sein, ja. Ja, also ich fand die Folge sehr interessant. Wir haben sehr viel erfahren über die Fairbanks vor allem. Über die Mutter, über die Kinder. So ein bisschen auch über, sie ist zwar kein Fairbank, aber Paige gehört schon so ein bisschen dazu. Also ich dachte, die gehört dazu, dass sie die Tante oder so wäre. Aber wie es ausschaut, ist sie es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mit diesem Assi-Cut. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder, denn dann geht es weiter. Wollte ich noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich spiele gleich weiter. Das ist das Assige daran. Naja, wir sehen uns dann morgen. Ich bin raus. Peace out.